Ich würde gern meine zwei Felder verkaufen. Ja. Jürgen? Ja. Du steigst doch auch gerade ein in die Landwirtschaft. So Ja. nebenbei. Hast du Interesse an meinen zwei Feldern oben beim Landhandel? Aktuell ist diese Leitung besetzt. Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt erneut. Vielen Dank. Hallo? Harry? Jürgen? Welche Felder? Die zwei, die ich oben habe, beim Landhandel, die 67 und die 69. Jetzt klar. Also, Noch da? Ah, ja. zwei, die da Sorry oben, nochmal. was? Wir sind im Telefonat. Ja. An der 67 eventuell. Das war die, wo die Straße drüber ging, gell? Ja. Okay. Ja, muss auch nicht jetzt sein. Wie viel ist denn die wert? Ich glaube 115 war das. Das andere lag bei 99 irgendwas. Die andere nicht. 67 würde ich vielleicht nehmen, ja. Ja, überleg sie mal. Kannst du auf mich zukommen dann? Noch ist sind beide da. Ja. Gut, bis dann. Tschüss. Okay. Der hat seine doofe Mailbox immer noch nicht geändert, ey. Da jetzt los? Hallo? Hallo, Harry. Du hast gerade versucht, mich anzurufen. Ja, will ich dir 10 Schafe bringen? Ja, geht auch. Ja, weil ich hätte genau 10 Platz. Ja, dann macht 10, das passt. Hab gerade ein bisschen Geld reingekriegt. Okay. Gut, bis Ja, gleich. bis gleich. Tschüss. Tschüss. Ist ja gut, wenn der mir schon ein Feld abkauft, wäre ja optimal. Schon mal eins weniger, was wir beackern müssen. Und dann haben wir vielleicht auch Geld hier unten noch was zu kaufen bei unserem Hof. Oder eine Sämaschine, weil eine Sämaschine habe ich auch nicht. Wobei ein Feld habe ich auch nicht. Dann brauche ich auch keine Sämaschine. Schauen wir mal, wie sich das mal entwickelt hier mit unserer Landwirtschaft. Jo. Hallo, hier ist Herr Neumann. Herr Neumann, hallo. Ich wollte Ihnen die letzten 20.000 überweisen. Na, Sie machen ja aber heute Geschäfte, oder diese Woche. Ja, muss ja, ne? Nein, das freut mich. Dann sehr gerne. So, müssten ankommen. Jupp, vielen Dank. Bitte, jetzt bin ich Tschüss. schuldenfrei. Ja, auf jeden Fall. Wir sind quitt. Tschüss. Bis dann, ciao. Supi. Haben wir wieder Geld verdient. So, 45.000. Okay, ich muss den Ding natürlich noch bezahlen, den Harry Hofer. Ja, das ist ja nicht so wild. Dann passt's, dann haben wir die Schäfchen da in trockenen Häusern. Hey, der Nachbar, der achtet auch nicht auf seine Felder.
So, ich fahr jetzt einfach mal quer und dann gucken wir mal. Hallo? Hallo. Ja, jetzt weiß ich nicht, ist das ein Problem, wenn ich die jetzt bei meinem Konto kaufe? Gute Frage. Habe ich vorhin auch schon überlegt. Was soll ich bei deinem? Bei deinem Konto. Ich weiß nicht, wie sich das dann mit der Wolle verhält. Wenn ich jetzt von dir aus die kaufe, dann müsste es doch passen. Ja, Moment. Ja, jetzt. Ah ja. Okay, ach so, welche Schafe? Weil es gibt ja mehr. Weiß, weiß, ich will Qualitätswolle haben, Harry. Aha. Oh, okay. Weißes Gold zählt. Ja. Gut, dann bis gleich, ja? Jo. Tschüss. Tschüss. Nur noch 30.000, dann können wir uns locker das Gewächshaus noch leisten. Kann man abchecken, was wir hier eigentlich brauchen, damit wir Feldarbeit machen können. Also, dass man einfach ein Feld richtig bearbeiten können, da brauchen wir ja keine Ahnung, ein paar mehr Maschinen wie nur für Schafe. Dauert ganz schön lang hier, das Feld mähen, die Wiese. Ah, wir kriegen auch gut was raus. Wir kriegen, ich glaube, 2 Ladungen pro Mähvorgang. Gleich voll. Dann bringen wir das Zeug mal nach Hause. Der Klingelton kann nur Harry sein, ey. Hallo? Hallo. Ja, jetzt bin ich hier bei dir. Ja, Moment, ich komme gleich vorbei, hab grad Gras geholt. Warum ist da? Da ist also eine Erhöhung drin. Muss ich gleich mal gucken, was du meinst. Bis gleich. Ja, okay, bis gleich. Ey, ist aber ganz schön flott unterwegs. Hallo, Harry. Ja.
ist so eine Ach so, ja, das muss man machen, weil das Fundament, da muss dann irgendwie so ein, keine Ahnung, irgendwas drunter, damit die scharf, du weißt schon was, das was hinten rauskommt, dass das nicht ins Grundwasser geht. Verstehst du? Okay, dann kannst du gerade mal außen rumfahren. Fährst am besten hinten rum. Ja. Ich nehme gerade das Gatter auf. Ja, Moment. Wo war das denn? Hier. Naja. Gut. Fahr noch ein bisschen hinter, komm. Noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Gut. Wie ladet meine Nähe ab? Ja, ich mach sie schon raus. Hab grad schon aufgemacht. Ach so. Gut, das war's schon. Jo. Super, warte mal kurz. Ich will gerade noch ein Foto machen als Erinnerung. Jetzt kann man aussteigen. Danke. Oh, wie schöne Schafe, oh, wie süß Oh Schafe. Gott, der Herr Reinhardt ist auch schon wieder da. Herr Hallo! Varuna, Herr Varuna. Ja. Ja, Moment, ich muss wieder gerade auch mal. zusammen. Ich muss die gerade auch mal kurz angucken. Moment. Warte, ich wollte gerade. Dummerchen hier. Ja, ich wollte gerade mal rein. Darf ich auch? Ja, schön flauschig seid ihr, gell? Sie haben aber schöne Schafe. Ja, der Harry hat die gerade geliefert. Wo sind sie Oh, denn, Herr Reinhardt? Ach hier du. unten. Okay, da ist aber kein Hier. Schaf bei mir. Echt? Hier Ja. ist ein Schaf. Okay. Gut. Harry. Nee, das war der Reinhard. Das ist meine Kamera. Meine Kamera klingt so. Ich dachte, ihr hättet gerade den Vogel abgeschossen. Okay, Herr Reinhardt, was los? Haben Sie es im Anzeiger gelesen, wegen den Fahrzeugen zu melden, also den fahrbaren Fahrzeugen meinte ich damit. Und da wollte ich mal bei Ihnen vorbeikommen, und es ist ja nur der Ford und der Dodge, oder? Was melden? Die Fahrzeuge melden, also quasi eine Art Kennzeichen, dass wir wissen, welche Fahrzeuge Sie besitzen. Ich habe nur den Dodge und den Ford. So ist recht. Gut. Und Harry, renn mal nicht weg. Ich müsste aber jetzt Wonach wieder ein sehen? bisschen was arbeiten, gell? Harry, du hast doch nur den Deutz und einen, was hast du noch? Einen Fendt und das und auch ein Dodge. Harry hat einen Dodge. Fendt 800er. Fendt 800. Also jetzt genau, es kann auch ein Ja, 800 das ist nicht so wichtig. Und Deutz 9. Deutz. Ah ja, und den Teleskoplader. Teleskoplader habe ich auch noch. Harry, ich muss dir noch Geld Ja, überweisen. passt. Ja. Ich hau da mal wieder ab. Aber einen schönen Schafsaal haben Sie, Herr Varuna. Jo, danke. Hat der Jürgen Ich habe gebaut. gehört und ich habe gehört, Sie haben ein billiges Silo. Das ist günstig Also. gewesen. Ach so, weil Tschüss. irgendwer hat mir was von billig erzählt. Dass das so irgendwie Ja, so. jetzt gucken Sie mal, dass Sie meinen Grund und Boden verlassen. Ja, es war ja nicht schlimm gegen Sie gemeint. Ja, da hinten ist der Ausgang. Sorry. Ich habe ja nur gehört, dass es billig sein soll. So eine Zicke, ey. Harry, Ja. kannst du mir Aber nochmal dann ist 10 es gut. kaufen? Ja, Spart man kann ich. Muskeln. Ja, dann holst du nochmal 10, Ach, diese scheiß Valuta. dann kriegst du, was kriegst du dann? 2000, glaube ich, ja. Ja, 2000 pro Schaft, 100, ja. Okay, gut, ich überweise dir direkt mal was. Ja. Dann sollst du ja nicht ganz ohne dastehen. Ja. Guter Tag heute. Also. Letzte dann gerade hier rein. Oder ich bin ja nicht weit weg. Ja. Ist gut, dass das LU mir Geld überwiesen hat. Da konnte ich gleich ein bisschen hier aufwerten. Da holen wir uns gleich nochmal 30, 10 Schafe. Gleich wieder reinvestieren.
ist am besten. Die Schnellkupplungen sind immer ganz gut hier an den Traktoren. Ist gut, wenn wir hier gleich nochmal 10 Schafe mehr haben, dann produzieren die. Also 10 Schafe, 20 Schafe produzieren natürlich mehr wie 10 Schafe. Deshalb, das lohnt sich. Jetzt müssen nur Frontlader und Palettengabel habe ich. Ich habe ja wirklich schon alles da, was ich brauche. Das ist voll gut. Gras haben wir erstmal auch genug.